Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Heute geht es darum, dass mich Volkswagen enttäuscht hat. Und zwar habe ich Ihnen einen Brief geschrieben und darauf eine Antwort bekommen und die hat mich enttäuscht. Dazu kommen wir am Schluss. Zunächst einmal, um was geht's eigentlich? Es geht um die neue Serie von Volkswagen, die ID-Serie. Und das finde ich natürlich zunächst mal super, dass jetzt eben die deutschen Autobauer auch in die Pötte kommen und sich um die Elektromobilität kümmern. Mit Volkswagen bin ich schon lange verbunden. Mein erstes Auto war ein Käfer, der war fast so alt wie ich. Baujahr 69 war der Käfer, ich 67. Mein zweites Auto war ein Passat. Und zuletzt hatte ich mit Volkswagen Kontakt, weil sie ja auch Skoda vertreiben und ich den Skoda Octavia Probe fahren wollte. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, wie ich im Skoda Octavia eine Berechnung anstelle, was ist günstiger, Model 3 oder Skoda, dann schaut es euch gerne dort oben an. Und der Verkäufer meinte dann hinterher, als ich mit dem Skoda nach Hause kam und er merkte so, ja, so richtig der Bringer war es jetzt nicht. Also schön schon, aber ich strebe nach anderem, meinte er. Ja, und nächstes Jahr kommt ja dann die ID-Serie raus von Volkswagen und das fand ich natürlich sehr spannend und habe mir das gleich mal angeschaut. Ja, und damit beginnen die drei Dinge, über die ich mich bei Volkswagen im Zusammenhang mit der ID-Serie geärgert habe. Wir schauen uns mal zusammen die Webseite an. Das beginnt eigentlich schon damit, dass hier steht, elektrisch beginnt jetzt. Da habe ich mich natürlich gewundert, weil für mich hat elektrisch schon vor vielen, vielen Jahren begonnen und ich weiß nicht, ob Volkswagen das wirklich zu Recht für sich beanspruchen kann. Und jetzt heißt es eben, es ist Zeit umzudenken und sie haben jetzt eben auch eine Serie, die ID-Serie. Und man kann sich jetzt registrieren, um gegen Anzahlung von 1000 Euro sich schon mal zu sichern, dass man das ID3-Modell, also das ID3-Modell bekommen kann, das Model 3 sozusagen von dieser Serie, was dann in einem Jahr etwa verfügbar sein wird. Da kommt mir doch schon manches sehr bekannt vor. Voranmeldung, Reservierung, ID3 und jetzt werden die ganzen Vorteile hier aufgezählt, die die Elektromobilität hat. Und das klang natürlich bisher immer noch sehr anders in Deutschland. Und das finde ich nun auch wirklich interessant, dass gerade so seit jetzt die deutschen Autobauer auch in die Pötte kommen, was Elektromobilität betrifft, eben zunehmend auch in der Tagesschau genannt wird, dass Elektroautos doch nicht so schlecht sind wie ihr Ruf und so weiter. Also man ist jetzt der Zukunft voraus. Naja, das finde ich eben ein bisschen gewagt und darüber habe ich mich geärgert, dass nun Volkswagen so tut, als würden sie die Elektromobilität erfinden. Dabei ist es natürlich in Wirklichkeit so, dass sie hoffnungslos hinterher sind und es wirklich auch Zeit wird, dass Volkswagen jetzt was rausbringt. Das ist praktisch der erste Punkt, der mich wirklich geärgert hat. Elektrisch beginnt nicht jetzt. Und nur weil Volkswagen jetzt erst in die Pötte kommt, finde ich diesen Slogan doch ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Und er vermittelt einen falschen Eindruck. Wie gesagt, im Grunde bin ich sehr froh und zufrieden, dass Volkswagen sich um dieses Thema nun kümmert. Nur glaube ich, dass es nicht ganz angemessen ist zu behaupten, dass sie es erfunden haben. So, und der zweite Teil, worüber ich mich natürlich ein bisschen geärgert habe, ist, wenn man hier weitergeht, dann kommt man zu der Abteilung Fakten statt Vorurteile zur Elektromobilität. Und das ist natürlich für mich eine spannende Sache. Was für Vorurteile herrschen denn da? Elektroautos haben keine große Reichweite, bis zu 550 Kilometern ganz geben. Es gibt zu wenig Ladestationen. Nein, Strom tanken kannst du fast überall. Und ein Elektroauto zu Hause aufzuladen ist ziemlich kompliziert. Stimmt ja gar nicht. Du brauchst nur Ladekabel und Stromanschluss. Und was passiert, wenn ich einmal liegen bleibe? Na, dein Elektrofahrzeug warnt dich natürlich rechtzeitig. Und Elektroautos sind teuer? Nein, natürlich nicht, denn dank Kaufprämie und Steuervorteil lohnen sie sich natürlich, wenn man sie richtig rechnet. Auch über den eingesparten Sprit. Laden dauert auch nicht zu lange, denn es gibt Schnellladesäulen. Und die Batterie hält sehr lange, nämlich nach bis 8 Jahren gibt es eine Garantie. Interessant, nicht? Also eine tolle Idee von VW. Und sie sind auch nicht gefährlich, sondern auch bei Regen und Nässe total sicher. Langweilig sind Elektroautos auch nicht. Da steckt mehr Fahrspaß drin, als du denkst. Ja, Volkswagen hat die Elektromobilität entdeckt. Komplett außen vor gelassen sind für mich all die Vorurteile oder Urteile oder Meinungen, die ich eben in letzter Zeit so häufig gelesen habe unter meinen Videos. Die Schwedenstudie, ein Elektroauto hat einen CO2-Rucksack von, keine Ahnung, 100.000, 200.000 Kilometer, bevor er auf die Welt kommt. Die Produktionsbedingungen, unter denen Lithium zum Beispiel abgebaut wird, die seltenen Erden und alles Mögliche, was an Rohstoffen da nötig ist, die natürlich schlecht für die Umwelt sind. Dann natürlich das die brennen und explodieren wegen der Batterie und die Feuerwehr nicht weiß, ob sie überhaupt ein Auto löschen kann und wie. Das wären jetzt so mal die drei Hauptargumente der Elektroauto-Gegner, die mir in großer, massiver Anzahl entgegengebracht worden sind und in den Kommentaren stehen, auf die ich ja auch schon tausendfach reagiert habe. Und zu den Vorurteilen lese ich auf der ganzen Seite überhaupt nichts. Und das ist mir aufgefallen, weil ich halt jemand bin, der, wenn einem sowas auffällt, auch mal hinschreibt, habe ich eben Volkswagen geschrieben und habe gesagt, hey, ihr habt eine ganz tolle Seite, ihr seid jetzt
in der Elektromobilität unterwegs, gratuliere. Aber ihr schreibt hier Fakten zu Vorurteilen und schreibt kein einziges Wort zu den Themen der Nachhaltigkeit. Wie kann denn das überhaupt sein? Tja, und jetzt kommt der dritte Punkt, an dem ich enttäuscht bin, denn ich habe folgenden Brief vorgestern bekommen. Ihre Meinung ist uns wichtig. Lieber dieser Dad, vielen Dank für Ihre E-Mail. Wir finden es toll, dass Sie sich die Mühe machen, uns Ihre Ansichten über Volkswagen mitzuteilen. Erster Satzbaustein. Schon so mancher Hinweis von Kunden hat Verbesserungen in unsere Produkte einfließen lassen. Alle Anregungen, Meinungen und auch Kritiken werden sorgfältig gesichtet und ausgewertet, damit wir noch besser werden. Zweiter Satzbaustein. Natürlich ist es nicht immer machbar, den Geschmack jedes Einzelnen zu treffen. Wir danken Ihnen aber nochmals für Ihre Anregungen und wünschen Ihnen eine sorgenfreie Fahrt. Und das ist die Stelle, an der ich enttäuscht war. Denn es ist ein Antwortschreiben aus dem Modulbaukasten und es geht in keiner einzigen Silbe auf die Thematik ein, die ich von Ihnen angefragt hatte. Wie sieht es denn aus mit den Vorurteilen gegen die Nachhaltigkeit? Wie sieht es überhaupt mit diesem Thema aus? Und deswegen, liebe Volkswagen-Leute, bin ich enttäuscht gewesen. Falls ihr das hier sehen solltet, ich bin gerne bereit, mit meinem Tesla nach Wolfsburg zu fahren und entsprechend ein Interview mit euch zu führen, weil ich weiß, dass ihr dazu was zu sagen habt. Denn wenn man andere Quellen studiert, dann sieht man durchaus, dass Volkswagen in einer nachhaltigen CO2-armen oder freien Produktion engagiert ist. Und diese Antwort hätte ich an dieser Stelle von euch erwartet, damit ich das auch hier in dem Video meinen Zuschauern vermitteln kann. Vielen Dank übrigens an Uwe, den ich nicht kenne, aber der über meinen Referral-Code einen Tesla bestellt hat. Falls jemand von euch einen Tesla kaufen will, ihr findet unten in meiner Beschreibung auch meinen Referral-Code. Könnt das natürlich gerne darüber machen, dann haben wir beide ein bisschen was davon. Ja, ich genieße jetzt hier noch ein bisschen den Schatten im kleinen Wäldchen vorm Winkfellweiher im Schwarzwald. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei und grüße euch ganz herzlich, euer Dieser Dad.